Ey, du hast doch sicher auch was Neues zu sagen, oder? Beschissener Wachdienst. Ich möchte mal wissen, worauf wir jetzt noch aufpassen sollen. Kann ich nicht einfach beim Lagerfeuer bleiben? Du bleibst schön auf deinem Posten, sonst mache ich dir Beine. Ja, ja, schon gut, Hauptmann. Man wird ja wohl mal fragen dürfen. Also nach dem Vorfall in der Vulkanfestung gerade eben, da wirst du doch nicht hier deine Wache vernachlässigen wollen, hä? Hoffentlich folgen die Banditen dem Don bald in die Hafenstadt. Ich kann die schrägen Vögel bald nicht mehr sehen. Ja, irgendwann bestimmt. Was hast du zu verkaufen? Hast du zufällig hier Kraut? Nee. Haben wir doch bestimmt auch wieder mittlerweile was gesammelt, oder? Fragen wir mal bei Robert nach, ob er es annimmt. Und hör mal, was er zu sagen hat. Och nee, nicht die schon wieder. Ich weiß nicht so recht, ob mir das gefällt, dass die Bande bald nicht mehr hier ist. Es war ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Du wirst auch jetzt immer noch gebraucht. Wir können kein Kraut. Lass dich nicht unterkriegen. Und die hat immer noch den gleichen Spruch auf Lage wie vorher. Von ganz am Anfang natürlich. Epp. 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 Haben wir den Oger damals weggehauen? Ich glaube, wir haben uns an dem vorbeigeschlichen, oder? Ich speichere mal lieber kurz. Schauen wir mal. Da ist er. Guten Tag. Ich würde gern Ihre Fernseher überprüfen. Ja. 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 Na komm schon, lass dich treffen. Ja. Oh. Ja. Ja. Sehr viel Schaden, das ist gut. Ich freue mich über unseren momentanen Stärke-Level. Da drin haben wir es ja schon alles weggeräumt. Da muss ich jetzt ja nicht nochmal hinlaufen. Aber hier finden wir doch bestimmt noch ein paar Oger. Na endlich klappt es mal hervorragend. Noch mehr Oger. Ja doch, komm, geh mal rein. Noch da. Oh, mi. Au. Da habe ich mich leider treffen lassen. Nein. Aber im Schnitz ist es doch sehr einfach geworden jetzt mit der schönen Stärke. Das ist gut, weil wir einfach weniger Treffer brauchen. Und die Schatztruhe plündern können. Könnt ihr auch einfach mal kurz antippen und die fliegt auseinander. Ich meine, bei 180 Stärke. Und nochmal von vorne. Geschafft. 261 Gold, nice. Sonst ist hier nichts mehr. Vielleicht finden wir irgendwo noch eine Heldenkrone. Das wäre natürlich formidabel. Na, da kommen wir da wieder hin. Dann können wir uns nämlich noch ein paar Stärketränke machen. Und noch stärker werden. Oha, das war aber knapp, wenn ich gerade das Leben anschaue. Ja, dann werden wir den. Nehmen wir einen großen. Da haben wir ein paar mehr. Und noch einen kleinen. Und die Mana-Wurzel natürlich auch. Aber ich denke, wir werden schon bald eine Heldenwurzel finden. Vor allem, wenn wir hier ein neues Gebiet betreten und da sind Wölfe. Was machen denn die Wölfe da? Oh, ja. Ah. Ja.
Wir wissen, wie viel Schaden das macht. Aua. Boah. Alter, 3 auf einmal. Recht viel. Aber leider nicht genug für einen One-Hit. Na, Alter. Na, der will's auch noch wissen. Nehmen wir den schwarzen Wolf, der hat auch noch kurz mit. Oh, Leichen, die Armen. Haben auch nicht so interessantes Zeug dabei. Aber besser als nichts. Nehmen wir erstmal hier kurz die Wölfe auseinander. Ich habe keine Ahnung, wie viele das waren. Wird schon passen. Wir haben ja auch so viel Geld gerade. Da brauchen wir die Pelz auch nicht unbedingt. Ah, eine Truhe. Die nicht abgeschlossen ist, ist das toll. Das freut mich. Dafür ist natürlich der Inhalt auch nicht so berauschend. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Einfach nur so ein kleiner Hügel oder wie. So ein kleines Plateau. Mhm. Das ist ja interessant. Nehmen wir die Pilze noch mit. Leider keine Heldenwurzel. Dafür sehr schnell verschwindende Leichen. Na gut. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir da ja noch eine Heldenwurzel. Irgendwann werden wir sicher noch eine haben. Na, hier leider nicht. Da unten waren wir bestimmt auch schon, oder? Ja, das ist hier. Mit diesen Stufen da. Ja, da waren wir schon mal. Da waren wir bei dem Weg hier links bestimmt auch schon. Da sind wir hier bis zu dem Oger gegangen und dann abgehauen wahrscheinlich, weil wir den nicht besiegt bekommen hätten. Aber es ist ja jetzt ein neues Kapitel. Von dem her könnte es natürlich theoretisch sein, dass hier eine Heldenkrone liegt. Oder vielleicht ein neuer Gegner rumsteht. Allerdings sieht das ja... Der bewegt sich einfach. Ich drück keine Taste. Hallo. Escape. Was muss ich machen? Jetzt geht's wieder. Erstmal speichern. Komisch. Hatten wir doch schon mal, oder? Kommt mir jedenfalls bekannt. Was habe ich natürlich die Orientierung verloren? Wir sind müssen hier lang. Aber ich bezweifle wirklich, dass da noch was kommt. Hier ist noch ein Heilkraut oder sowas. Heilpflanze, meinetwegen. Oh, Wölfe. Na, warum denn nicht? Eine Ogerwurzel. Ja. Sehr gut. Die Ogerwurzel kann man ja so essen. Obwohl, nee, warte, wenn man jetzt...
Das ist natürlich blöd, ne? Obwohl, wenn man... Ich überlege gerade. Wir haben jetzt ja 188 Stärke, beziehungsweise 180 ohne die Amulette. Wenn wir jetzt die Ogerwurzel essen, haben wir 181. Und wenn wir dann drei Tränke trinken, dann sind wir bei 196. Und ein Trank gibt ja plus 5. Wenn wir dann noch einen Trank trinken, in Klammern könnten, dann hätten wir 201. Und 200 ist ja eigentlich die maximale Grenze. Hört das dann einfach bei 200 auf oder kann man den Trank da nicht trinken? Weil als wir bei, weiß ich, 96 oder so waren, da konnten wir auch nicht nochmal Stärke leveln. Also die 5er Stärke. Aber nur die 1, deswegen bin ich mir gerade unsicher, ob ich die Ogerwurzel essen soll oder nicht. Wir haben 5. Brauchen 4. Ich glaube, das ist egal. Hau rein. Ah, noch mehr Wölfe. Guten Tag. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Ja. So. Halt, nicht abhauen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, oder? Oh. Das ist doch ein Geschicklichkeitstrank oder so, gell? Genau. Geschicklichkeit ist ja egal. Nochmal von vorn. Da sind noch mehr Wölfe. Warum seid ihr so viele Wölfe? Der Dietrich ist abgebrochen. Geschafft. Ah, viel Gold. Ah, Mann. Oh. Hä? Ja. Ja. So. Ist es schon wieder eine Ogerwurzel da, oder wie? Nee, nur ein Druiden-Schierling. Den braucht man ja nicht. Der steigert die Weisheit, glaube ich. Aber hat sich in Sachen Erfahrung auf jeden Fall gelohnt, dass wir hier nochmal hergekommen sind. Dauert natürlich alles ein bisschen, aber das ist bei einem Rollenspiel ja unerheblich. Es sei denn, es ist wirklich unnötig, wenn man zum Beispiel irgendwo hinlaufen muss oder so. Weil man was vergessen hat, zum Beispiel. Warte. Hui! Na, ist die Aussicht geil oder ist die geil? Die ist voll scheiße. Ja, komm. Und nochmal von vorne. Geh wieder Call of Duty oder so spielen. Und nochmal von vorne. Ist egal, welcher Teil, sind ja alle gleich. Jawohl. Yep. So. Ich glaube, das war's jetzt. Vollends, oder? Die Truhe hatten wir schon. Ja, ich denke, hier haben wir jetzt alles geregelt. Und da hinten kommt dann auch nichts mehr. Nein. Okay. Oh, was ist denn da oben? Was ist denn da oben Schönes? Nichts. Weil wir ja schon mal waren. Ja, super. Na dann.
Ich würde sagen, dann kann man ja langsam in den Vulkan hinabsteigen, oder? Da kommt nichts mehr. Questliste. Seelentrinker neu schmieden. Also brauchen wir Schmieden. Auf dem höheren Level. Teleportsteine. Das sind die, die wir schon haben, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä, ich dachte, wir haben 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Ja, das sind auf jeden Fall dann die, die wir schon haben und nicht die, die uns noch fehlen. Aber wenn man sich das mal anschaut, da ist hier bestimmt noch was, irgendwas in der Mitte vielleicht, beim Novizenhof. Eventuell hier unten. Da beim Gürger, da waren wir ja schon. In dem Vulkan mit Sicherheit. Und da oben vielleicht noch was. Keine Ahnung, ist ja jetzt auch egal. Irgendwann werden wir die schon finden. Als nächstes werden wir... Aha. Das ist also die Questkarte dazu. Als nächstes werden wir dann wahrscheinlich in den Tempel, in den Vulkan hinabsteigen. Da können wir hier einmal ganz kurz Vulkanfestung benutzen. Und dann irgendwie versuchen, das große Tor zu öffnen. Allerdings machen wir das in einer neuen Aufnahme, beziehungsweise ich beende diese hier und mache es dann in der nächsten. Na ja, noch hier kurz den Pilz mitnehmen. Aber wir können ja schon einmal hier den kleinen Laufweg gehen. Und dann beende ich die... Ach, von da komme ich. Ich dachte gerade, hä? Neuer Weg? Ich glaube, so viele Abzeugen gibt es hier auf dem Abschnitt noch gar nicht. Ja. So. Wo sind die denn? Da unten. Genau, und wir sollen gen Norden gehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kann man mir sagen, dass die Vulkanfassung angegriffen worden ist. Ich meine, es würde ihn ja sicher interessieren. Wo ist denn Norden? Da ist eine Panzergrille. Norden, das ist das große Tor. Super. Also wahrscheinlich der Weg da. Der ist ja eher so Süden. Ja, egal, wir gehen eh durch beide. Hey, Mendoza. Don Esteban hat die Hafenstadt zurückbekommen. Soll er doch. Es ist mir gleich. Von der verfluchten Stadt wird sowieso bald nichts mehr übrig sein, wenn das hier nicht bald erledigt ist. Okay. Bis dann. Deine Vulkanfestung wurde angegriffen, aber das scheint ja egal zu sein, ne? Wie geht's dir? Puh, die Mauern sehen ganz schön dick aus. Ich hoffe, wir finden einen Weg hinein. Ja, das passt schon, sonst kamen wir einen Katapult hier runter. Verfluchte Echsenbrut, wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Oh ja, das werden wir. Es sei denn, sie sind freundlich. Ich habe ein mieses Gefühl. Das wird schon. Wollen wir es hoffen? Nur Mut. Was können sie mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Hier unten Armbrust, ja genau, ich glaube auch. Verfluchte Echsenbrut, wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Ja. Diese Mauern können uns nicht aufhalten. Da, hinter dir, ein Echsenmensch. Was? Wo? Sag mal, bist du völlig bescheuert? Als ob es nicht schon gruselig genug hier wäre. Jetzt habe ich den Kurs nochmal vergessen. Ich glaube, es ist 1 zu 5, oder? 300 durch 5 ist auch 60, oder? So, von dem her kommt das Gleiche drauf raus. Was wir nehmen, nehmen wir gleich das Geld und dann müssen wir es nicht nochmal verkaufen. Man kann sie nicht hören, aber ich kann sie förmlich riechen. Wen kannst du riechen? Die Echsen. Sie sind hier, hinter der Mauer. Und jetzt solltest du lieber deine Befehle befolgen. Nicht nur wir können die Echsen riechen, sie uns auch, Freundchen. Und natürlich, wenn wir das Tor öffnen, dann kommen die alle wieder da rausgeströmt und dann gibt es einen großen Kampf und es gibt wieder Verluste und so weiter. Doch bis dahin dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, denn erst müssen wir das Tor irgendwie öffnen und ich werde die Aufnahme hier beenden. Nach da oben können wir anscheinend auch. Und wir gehen natürlich erstmal hier lang. Oh ne, in Google, das fängt jetzt sicher super an. Ja, guten Tag. Kann man die verschieben? Das wäre natürlich geil.
wenn wir die irgendwie alle zusammenschieben auf einen Haufen oder so. Aber das mache ich höchstens im Singleplayer, ist nicht im Let's Play. Oder wenn ich alleine spiele. Was der Singleplayer eigentlich heißt. Also Kommandanten kann man verstehen, was mit dir? Vielleicht gehen die dann auch irgendwann einfach wieder auf ihren Posten zurück, das kann ja auch sein. Deswegen will ich das nicht einfach ausprobieren. Kann ich den Inquisitor verschieben? Das wär lustig. Nee, schade. Na gut. Oder wir schieben die zurück in die Vulkanfestung oder so. Das wäre ein Mammutprojekt, aber es hätte auf jeden Fall irgendwie was. Na gut, ich beende hier die Aufnahme und schiebe mich selbst zurück vom Mikrofon, beziehungsweise das Mikrofon weg von mir, was dann irgendwie aufs Gleiche drauf rauskommt und eigentlich total keinen Sinn ergibt und voll egal ist. Wünsche euch, ja, eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann.